Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Spirit Tracks. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich immer das sage. Das ist wohl so eine Angewohnheit von... Nein, in Phantom Hourglass kommt ja auch nicht der vor. Ja, vermutlich von Wind Waker. Ach komm, ich wollte doch so gern die Viecher schlagen. Ja, so geht's natürlich auch. Das wollte ich nicht. Sorry. Ich bin Pazifist. Lasst mich. Ich will nicht. Oh, ich wollte keine. Nein. Wehe, er töte mich. Dann bringe ich euch um. Das war übrigens nur eine Redewendung. Ich kann die Viecher nicht umbringen. In Phantom Hourglass ging das noch, aber irgendwie jetzt. Möchte der Geld verdienen und wie ein König leben. Jawohl. Dann mach das doch. Ich halte dich nicht auf. Ich bin schon weg. Da die Bienen ja immer noch nicht durch die offene Tür kommen können. Gib mir ein Herz. Hey, danke. Ein Wunder, meine Bitten wurden tatsächlich erhört. Eigentlich wollte ich jetzt einen auf cool machen mit den Bienen und sagen, hey, wir haben noch eine Rechnung offen. Bienen. Und dann schnell weg. Übrigens, warum liegt hier Laub? Es sieht nicht so aus, als wäre es Herbst. Ich meine, die Bäume sind quietschgrün. Quietschgrün. Blattgrün. Und selbst wenn... es Herbst wäre. Naja. Na, dann wäre es wahrscheinlich normal. Aber dann müssten diese Bäume doch auch irgendwie braun sein. Ja. Ich frage mich, wozu das Laub gut ist. Naja, egal. Was ich übrigens noch sagen wollte, weil ich das im letzten Part oft gehört habe. Ich bin nicht, ich spiele das hier nicht blind. auch wenn ich lasse es nur so aussehen, weil es so mehr Spaß macht für euch, als wenn ich sage, ja, jetzt gehen wir gleich dort und dorthin und da passiert das und das und diese Storywendung und der Endgegner und alles mögliche. Ist doch viel cooler, wenn man mit dem Let's Player mitfiebert, was passieren könnte, wenn man das Spiel noch nicht kennt. Natürlich ist es auch ein bisschen doof, aber dann kann man sich ja schon selber denken, wenn man das Spiel kennt. Also, wenn man das Spiel kennt, ist es ein bisschen doof, aber man kann ja immer noch selber mitfiebern. So, danken wir dem Wald für seine Großzügigkeit. Oh, jetzt habe ich das vorher gar nicht gelesen. Aber großzügig, ja, in Spirit Tracks können die Bäume natürlich sprechen und Gefühle haben und alles mögliche. Like a Deko-Baum. Dann machen wir mal weiter mit dem mit allen Reden. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als würden die alle nur Scheiße sagen. Außer dir hier, denn der sagt, wir müssen mit dem Häuptling reden. Und du bist sicher der Häuptling. Und nicht der, der da oben in dem großen Haus auf der Karte ist. Garantiert nicht. Ich wette, es ist er hier. Hier verkaufen wir unser Holz. Und was für ein Holz das ist. Das beste Holz. Nur mit unserem Holzladen. Titans. Unser Holz ist das beste Holz. Holz. So wie Homola. Nur Holz. Ich kann das irgendwie nicht. Na egal. Oh, oh, Holz vor der Hütte, wie ich es noch niemals sah. Holz vor der Hütte. Ja, das ist so ein Lied, das ich kenne. Und auch wenn das Holz in dem Lied etwas anders definiert ist, passt das Lied doch hier perfekt, oder? Ich meine, Holz, Hütte, Holz vor der Hütte. Ja, aber ich würde mal vorschlagen, wir gehen lieber zum Häuptling, denn sonst langweilt ihr euch noch zu Tode. Aber nachdem wir mit dem Häuptling geredet haben, wissen wir immer noch nichts. Aber wenigstens sieht er hier anders aus als die meisten. Naja, er hat immer noch einen Vollbart, ist groß, gut gebaut und hat eine Knubbelnase. Aber das ist wohl bei den meisten hier angeboren. Außerdem ist es eine reine Männergesellschaft. Yeah! Wie sich die wohl fortpflanzen? No homo. Es heißt, du hättest die Schienen repariert. Du hast uns sehr geholfen. Oh, ich muss den anders reden. Du bist in den Wald gefahren. Ho, ho, ho. Der sagt ja wirklich ho, ho, ho. Das sollte jetzt eigentlich nur meine schlechte Weihnachtsimitation werden. Aber ist ja egal. Wenn er es so sagt, dann... mir recht. Diese Wälder heißen nicht umsonst die verlorenen Wälder. Na, was sag ich? Es ist tatsächlich von der Ocarina of Time und aus den Lost Woods geklaut. Meine Theorie dazu ist, da dies das neue Hyrule ist, das Zelda, das Tetra in the Minish Cap, in the Minish, na, wie sag ich, the Minish Cap, der Wind Waker, finden wollte,
Haben sie vielleicht einige bekannte Stellen nachgebaut? Wie die Lost Woods und Schloss Hyrule und Hyrule Stadt. Auch wenn das Ganze irgendwie anders aussieht, aber egal. Obwohl, es gab kein Waldforsten, aber wahrscheinlich ist Waldforsten gleich dem Kokiri Village. War, ich kann nur die englischen Ausdrücke. Fail. Ja, also das wäre plausibel. Vermutlich ist dann der Walddungeon gleich dem Dekobaum. Yeah, er wird ja als... Wenn ich mal zeigen darf... Oh nein, das ist auf dem Gleisnetz. Na, Gleisnetz. Wie ihr seht, wird der Waldtempel zu sehen hier als Baum dargestellt. Sehr verdächtig. Komm schon. Kartenreister, geht weg. Ja, ich weiß, das interessiert euch alles gar nicht und ich muss hier endlich mal weiterlesen. Aber diese Mysterien gehören aufgeklärt. Das ist das Motto von Detektiv Link. Nein, ist egal. Er wurde mit einer Droge zurück in ein Kind verwandelt vom erwachsenen Link und muss nun die Fälle aufklären. So. So wie bei Detektiv Conan. Wenn man sich in ihn verirrt, landet man direkt wieder am Waldrand. Das liegt an Ventilo, der den Wald beschützt. Oh, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, aber woran sollte es eigentlich sonst liegen? Wieso funktionieren eigentlich die Lost Woods in Ocarina of Time? Naja. Vielleicht ist da auch irgendein riesiger Kerl mit Dampf aus dem Arsch dahinter. Naja. Frag einfach die Leute hier im Dorf, die wissen über alles Bescheid. Aber ich hab doch schon mit den Leuten geredet. Sie haben mir nichts Lustiges gesagt. Ja, und mit lustig meine ich hilfreich. Und sie leben hier nur von dem Verkauf von Holz. Wer hätte das gedacht? Sonst gibt's hier einen Scheißdreck. Scheißdreck ist ein Schimpfwort, das sollte ich eigentlich nicht benutzen. Naja, egal. Na, dann sag mir du, wie ich durch den Wald komme. Sag es mir! Oh, ich muss weiterklicken. Natürlich. Du wirst also durch die verlorenen Wälder reisen. Dann pass auf, ich gebe dir einen guten Tipp. Gut. Der Wald zeigt dir den Weg. Achte auf die... Oh, jetzt hatte ich gerade irgendwie so einen Rülpser. Na egal. Achte auf die Äste der Bäume. Ja, sehr hilfreich, weil es ja in einem Wald so viele Bäume... Hey! Man weiß ja natürlich sofort, welcher Baum gemeint ist. In diesem Wald gibt es ja auch so wenige Bäume. Ich sah den Baum vor lauter Wäldern nicht. Oder ging das irgendwie anders? Naja, egal. Erstmal Gras mähen, mir fehlt noch immer ein halbes Herz. Tod den Steinen! Naja, aber die Eingeweide habe ich aus denen nicht rausbekommen. Ja, der hatte wenigstens noch ein paar Eingeweide. Der Rest wurde bereits an China verkauft. Witze über Organspenden sind nicht lustig. Also Organdiebstahl. So, in die verlorenen Wälder willst du also. Hör einfach auf die Bäume. Die Bäume sprechen mit dir. Ja, der Dekobaum kann ja auch sprechen, also ist das gar nichts Besonderes. Aber sei vorsichtig mit dem vierten Baum. Dem kann man nicht trauen. 4 ist ja bekanntlich die göttliche Zahl. Soll das heißen, man kann Gott nicht vertrauen? Leica Antichrist. Und nein, ich bin nicht gegen Religion. Ich bin sogar selber religiös. Naja, teilweise. Ist zwar nicht so, dass ich in die Kirche gehen würde, aber trotzdem. So, Manu, auf in die verlorenen Wälder. Oh, okay, warte noch mal. Ich habe da oben was gesehen auf der Karte. Und zwar hier. Oh, hier liegt ja viel Laub. Hilfe, wir brauchen jemanden, der das alles zusammenrecht. Ha, ich bin der Rächer. Ich werde das Laub beseitigen. Gib mir meinen Rechen. Ach, das geht ja gar nicht. Obwohl, irgendwann wird es schon funktionieren. Aber ich finde das Wortspiel Rächer und Rächer so cool. Also Ä und E. Rächen. Hier ist ein Stempel, aber du hast kein Stempelbuch. War ja klar.
Deswegen klicke ich den auch erst gar nicht an. Aber, oh, nein, es greift mich an. Was soll ich nur tun? Ich bin so unbewaffnet, ja. Irgendwie bin ich voll schlecht gegen diese Gegner und... Was ist das nur? Es sieht aus wie das Symbol des Teufels. Nein, natürlich nicht. Aber das hat sicher irgendeine Bedeutung. Mich erinnert es an die Dinger, Balken aus Wind Waker. Ihr wisst sicher, welche ich meine. Mit dem Greifhaken und so. Aber es gibt den, aber eins vorweg, es gibt keinen Greifhaken in diesem Spiel. Ja. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Weil es einfach so ein netter Spoiler ist, der sich ja jetzt alle total verärgert. Ich bin so cool. Like a Hater. Und dann geht's auf zum Dekobaum. Nee, natürlich nicht. Aber ich nenne den jetzt wirklich Dekobaum. Das war eine geile Idee. Na, los, doch hierhin. Genau. Und startfrei für die epische Musik. Hey, wir gehen jetzt in die verlorenen Wälder. Denn irgendjemand hat sie mal verloren. Und obwohl sie so groß sind, noch nicht wiedergefunden. Oh, zerbrochener Turm. Und deswegen ist es hier cool. Auf zum Waldeingang. Und jetzt geht es rein, freut ihr euch schon? Ja. Spürt ihr die Gänsehaut, die euch nackt den Rücken runterläuft, wenn ihr diese Musik hört? Ja, sehr viele Bäume im Moment. Sieht so aus, als wäre bei dem Baum irgendwie kein Blatt mehr. Naja, egal. Ich kann mich leider auch nicht umsehen. Aber da wir jetzt die Dinger, also Dinger kennen, ist es gleich nicht mehr so gruselig. Würde ich gerne sagen. Aber die Musik jagt mir immer noch Schau über den Rücken. Wir werden immer schneller. Panik breitet sich aus. Und irgendwie bin ich richtig angespannt, wirklich. Diese Musik und so und dieses... Ja, also das war nicht der vierte Baum, das war der zweite, nicht wahr? Immer schön mitzählen, damit wir den vierten Baum nicht versäumen. Wir werden noch schneller. Immer mehr Panik. Verderben. Mysteriöse Musik. Das ist der dritte. So. Boah, jetzt hätte ich's fast versaut. Und wir sind beim Waldschrein, aber so viel Schrein ist im Moment hier noch nicht zu sehen. Vielleicht ist die ja versteckt. Endlich sind wir durch. Im Wald gab es so viele Käfer und Käfer und Käfer. Oh, in dem Geschrüpp hätte uns jederzeit ein Ungeheuer anfallen können. Puh. Laut Schiene müsste hier einer der Lokomo leben. Aber wo genau? Ja, im Schrein natürlich. Aber sehr viel Schrein ist, wie gesagt, hier nicht zu sehen. Vielleicht hinter einem der Grasbüschel verborgen. Oh, ich hasse euch. Geht sterben. Ernsthaft, ich mag diese Gegner nicht. Die sind so schwer zu besiegen. Aber like a boss, die Krähe gekillt. Dafür habe ich es wenigstens bei dem hier drauf. Jetzt stelle ich mich auch besser an, als in dem letzten Versuch, diesen Part aufzunehmen, weil da hat mein Mikro dann keinen Ton. Und ich war dann voll schlecht und habe mich jederzeit von solchen komischen... Was sind das überhaupt? Ja, diese komischen, wabbelnden, gelben Teile auf jeden Fall
Von dem habe ich mich ständig treffen lassen. Das war so demütigend. Ich meine, seht ihr euch an, diese gelben Knubbel, wie sie da rumwandern und glauben, sie sind so cool, weil sie wabbeln. Aber ihr seid nichts. Nichts seid ihr. Ich bin viel cooler als ihr. Denn ich kann Treppen raufgehen. Und das könnt ihr nicht. Und hier haben wir eine Bombe. Nein, zwei Bomben. Oh, eigentlich wollte ich nur eine aufheben, aber naja. Und hier haben wir einen Schalter. Bombe, Schalter. Was könnte man nur tun? Ja, die hätte ich jetzt eigentlich gerne daneben gelegt, aber egal. Nein, jetzt muss ich den Weg wieder zurückgehen. Ich kombiniere. Die zweite Bombe war also nicht umsonst da. Ah. Und damit hätten wir auch dieses... Oh, ich neige eindeutig zu Gewalttaten. Damit hätten wir auch dieses schwierige Rätsel gelöst. Ja. Oh, das war auch knapp. So, dann schnell, schnell, schnell. Ach nein, Fail. Ich dachte, ja, ich hab's noch geschafft und dann so, oh, ich muss ja noch darüber. Tja, das kommt davon, wenn man so zerstreut ist wie ich. Funktioniert das noch? Nein, hat es nicht. Ich hätte es mir denken können. Und das hat natürlich auch nicht funktioniert, denn es hat den Zweck nicht erfüllt. Und wieder mal stelle ich mich unglaublich dämlich an bei dem einfachsten Rätsel der Welt. Na, einfacher war noch das kleine Rätsel. Ich meine natürlich das eine Rätsel mit den... Boah, war es mit Kisten? Ich glaube schon. Ja, zwei auf einmal in Schach gehalten. Ich bin so der Schwertpro. Und hier ist schon wieder ein Stempel. Aber du hast kein Stempelbuch. Heul doch. Es ist eine Rakete. Ernsthaft, es ist eine Rakete. Glaubt es mir ruhig. Und aus der Rakete kommen bunte Blasen. Und da ich ein ausgekochter Spirit-Tracks-Profi bin, weiß ich natürlich, dass diese Blasen uns Lieder beibringen. Sie sind so wie diese goldenen Wölfe. Nein, doch nicht. Sie sind so wie... Keine Ahnung, ist mir doch egal. Ich glaube nicht, dass es schon mal etwas Vergleichbares gab, aber egal. Es sind Raketen, also ist es cool. Spielen wir einfach mal die Farben nach, die das Ding hier von sich gibt. Und... Ein sehr langes Lied. Ich sagte doch, es ist eine Rakete. Und lol, das Ding hat Hasenohren. Das ist doch so einer der Frösche aus Phantom Hourglass. Warum hat der Hasenohren? Das sieht voll scheiße aus. Hast du dieses Lied eben gespielt? Dann habe ich eine nützliche Information für dich. Also pass auf und hör gut zu. Wer diese Dinger kennt, weiß, dass ihre Informationen so gut wie nie nützlich sind. Sie sagen immer nur, auf diesem Stockwerk gibt es keine Schatztruhen mehr. Oder für 50 Rubine sage ich dir, wo sie sind. Weil du das ja nicht rausfinden kannst. Also sie sind sozusagen der Ersatz für den Kompass. Nur, dass man dafür Geld bezahlen muss. Ja, was du da gerade gespielt hast, war das Zwecklied. Wenn du dieses Lied vor mir oder meinem Kumpel spielst, dann explodieren sie. Ne. Natürlich gibt es dann Tipps. Aber sehr unnütze Tipps und meistens nicht sehr hilfreich. Was ja eigentlich das gleiche ist, aber egal. Halt, du kannst dir das Lied auch noch in deiner Sammlung ansehen. Oh, ich kann jetzt nicht in die Sammlung, na egal. Ich zeig's euch später. Wenn du Zeit hast, üb es. Diese zwei Noten sind sehr schwierig zu meistern.
Das war's jetzt aber wirklich. Und ich habe das Wecklied gelernt. Es weckt gerne Leute auf. Spiel es, um Schlafendes aufzuwecken. Sieh es dir gleich in der Sammlung an. Das hätte man doch mal gut in Ocarina of Time brauchen können. Ihr wisst schon, bei der einen Quest, wo wir an den, wie hieß er? Der Vater von Marlon aufwecken muss. Also den Vater von Marlon aufwecken muss. Ich weiß es gerade nicht, wie sein Name ist. Irgendwie Talon oder so. Wow. Ach, geht der jetzt? Ach so, ich dachte jetzt gerade schon, der geht auf dem Thailands, also hier oben. Dabei ist das doch gar kein Teil, dieses Graue. Na egal. Und meine Aufgabe, verbinde die zwei Gesichter, die sich ansehen, mit einer Linie. Ja, natürlich geht das nicht hier, dazu müssen wir die Gesichter außenrum inspizieren. Wer hätte das gedacht? Also dieser Typ hier schaut zu dem Typen. Das ist eine Achtecksbeziehung. Diese Frau hier mag diesen Mann, dieser Mann hier mag diese Frau hier mag diesen Kerl und diese Frau mag diesen Kerl. Also, na, und dieser Kerl mag diese Frau. Also die zwei lieben sich und deswegen sind die die Richtigen. Oh. Süß. Och, er will doch den. Nein, natürlich nicht. Das war nicht das, was ich wollte. Schön Oma dumm malen. Yeah. Und damit hätten wir auch dieses extrem schwierige Rätsel beseitigt. Obwohl hier der Waldschrein, also in seiner ganzen Pracht auf uns wartet. Zum Waldschrein. Ich hoffe, das ist kein Mini-Dungeon. Na, natürlich ist es das nicht. Da sitzt nur der Lokomo bei Kaffee und Kuchen drin und wartet, bis wir kommen. Na, sieht doch schön aus. Sehr waldig gehalten. Waldig. Gibt's das Wort überhaupt? Na, egal. Ich habe es erfunden, also gibt es das jetzt. Und ich hatte recht. Er sitzt hier und nur Kaffee und Kuchen fehlen. Die hat er schon ausgetrunken und aufgegessen. Und ja, in seinem komischen Porzellan-Rauchteil ins Versteckte. Ups. Bist du der Lokomo-Ventilo? Ganz genau. Man nennt mich Ventilo. Er ist ganz anders als Schiene. Irgendwie weniger förmlich. Was ist los? Stört dich das etwa? Tut mir leid. Wir kommen von Schiene. Ich weiß. Ihr habt die Flöte. Das heißt, ihr seid hier, um die Schienen der Götter zu erneuern. Ja, genau. Wir wollen zum Waldtempel, um die Verbindung zum Turm wiederherzustellen. Ich sehe schon, eure Gleistafel hat nicht genug Kraft. In diesem Zustand kann sie die Schienen zum Tempel nicht wiederherstellen. Aber es gibt einen Weg. Pff, ist mir doch egal. Naja, aber eigentlich könnte es theoretisch interessant sein. Um die Schienen wiederherzustellen, bedarf es eines besonderen Liedes. Natürlich, wie sollte es anders sein? Natürlich ist die Macht der Musik größer als alle Bauarbeiten der Welt. Das Lied der Erneuerung. Zwei heilige Instrumente müssen es im Duett spielen. Na, was für ein Glück, dass uns Schiene die Flöte überlassen hat. Mein Instrument und deine Flöte des Landes. Wenn die beiden Instrumente sich vereinen, wird die Kraft wiederhergestellt. Wollen wir es versuchen? Ja, ja, zeig mal. Streng dich an, Manu. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ohne Körper bin ich machtlos. Ja, das ist wohl deine Ausrede für alles, nicht wahr? Ich kann nicht mit dir auf den Turm der Götter, ich habe keinen Körper und bin machtlos. Ich kann nicht das Phantom besiegen, ich habe keinen Körper und bin machtlos. Ich bin ein Phantom und habe einen Körper, aber ich kann immer noch nicht die Ratten besiegen. Ich kann dir nicht spielen helfen, weil ich keinen Körper habe. Ich kann dir nicht beim Suchen helfen, ich habe keinen Körper. Die letzten paar habe ich mir jetzt ausgedacht, aber die ersten waren ja wirklich so. Also die redet sich jetzt ganz locker hier raus, aber zum Turm der Götter haben wir sie zum Glück
gezwungen. Naja, nicht gezwungen, aber sie ist doch mitgekommen. Und war sogar einigermaßen eine Hilfe. Du schaffst es, ich zähle auf dich. Ich bin zwar nur die Prinzessin, aber ich kann trotzdem zählen. 1, 2, 3. Oh, das andere zählen. Okay, ich hab's schon verstanden. Lololol. Und wann werden wir das machen? Natürlich im nächsten Part, denn dann werden wir zum ersten Mal richtig auf der Flöte des Landes spielen. Und jetzt kann ich die gerade nicht auswählen, schade. Aber, ja. Ich verabschiede mich dieses Mal und freut euch auf den nächsten Part, wenn wir ein geiles Hardrock-Lied mit diesem geilen Kerl hier spielen.